Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Beim letzten Mal sind wir hier vom Eislevel stehen geblieben, wo wir jetzt eigentlich reingehen wollten. Würde ich sagen, machen wir aber auch. Das Freezy Peak. Eigentlich könnte ich auch nochmal was anderes gucken gehen, aber nö, ne, wozu? Mach ich jetzt nicht, ich geh da rein. Ich muss das Level auch schaffen, um diese coolen Schuhe zu kriegen. Tadada. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Wow, und ich spring natürlich wieder raus, weil ich so blöd bin. Nicht so schnell, habt ihr nicht einen Move übersehen, Kinder, bla bla bla. Nochmal, diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Und ich spring schon wieder. Ich bin so blöd. Naja. Passiert. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Und nochmal. Mal sehen, ob ihr ihn findet. Was ist das denn? Ein Iglo? Kann man da rein oder wie? Schauen wir mal gleich. Hey! Was ist da? Rein da! Oh! Heil! Wo sind die Geschenke? Unsere Papi Boogie wollte uns etwas mitbringen. Und ist schon so lange weg, Heul. Aber jetzt sieht's gar nichts. Aha. Aber jetzt sieht's auch nichts. Aha. Boah, sorry Leute. Klein Frosch im Hals. Abwärts! Ja, natürlich kriege ich die Noten nicht, ich Idiot. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte diese funkelnden Dinge nicht futtern sollen. Bitte helf dem armen Boogie. Aua. Darf ich einmal Bumm machen? Fuck. Mann, der springt viel zu weit. Ey, das bringt doch gar nichts. Komme ich denn so da überhaupt hoch wieder? Brav. Lass mal die ersten Noten sammeln. Jetzt können wir wieder runter. Ui. Da. Ja, ich brauche nochmal, weil die Federn gar nicht einsammeln gerade. Da ist nix? Ne. Boah, diese Kamera, ne, die kotzt mich immer noch voll an. Aber naja, was soll's. War halt zu der Zeit so. Wow. Ein Schneemann. Da ist noch einer. Treff ihn nicht. Guck mal, das ist ein Geschenk. Kann man kaputt machen? Wahrscheinlich. Gleicher. Wir sind die Twinklies. Beschützt uns auf den Weg zum Baum vor den Lichterfressern. Dann können wir den Baum beleuchten. Ja. Das hier. Ach so. Hör auf, die zu fressen. Ja, was soll denn der Scheiß? Die kannst du echt nur so erledigen. Bah. Ah. Wie gemein ist das denn? Nein, auf zu fressen. Bah. Ist das gemein. Vor allem, wie schnell kommen die denn wieder raus, bitteschön. Ist das gemein.
Nein. Schaff das so gar nicht. Toll. Lichterfresser vor allem. Ich glaube, ich darf das gleich nochmal machen. Bah. Okay, also nochmal. Tja. Grill, lecker Lichter. Hier, probier es noch. Einmal, Bell, wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Boah, wie gemein. Nicht schon wieder die gleiche Scheiße lauern. Und uns sind tauchen da welche auf, ist klar. Wie immer. Boah. Geht das nicht einfacher? Nee, anscheinend wohl nicht. Bah. Die Lichter sind auch viel zu langsam. Oder ich bin einfach nur zu blöd. Bah. Zack. So. Die noch. Den noch. Den noch. Hör auf zu fressen. Bye. Fies. Ja, schön, schau wieso nicht. Mist. Bah. Naja. Mach jetzt mal was anderes. Aber wenn hier so viele Federn sind, dann müsste man ja auch eben fliegen können. Schauen wir jetzt mal hier, was wir für einen Move kriegen. Hallo. Mit dieser Attacke wärst du die Königin der Lüfte, Zoe. Klingt super, erzähle mehr, Blindschleiche. Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Schwarzflug auf einen Ziel herabzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Ach so. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde dir deine Energie auffüllen. Jetzt kennt ihr alle Moves. Diese, die ich euch in dieser Welt beibringen kann. Oder wollte. Okay. Wofür muss ich dann fliegen? Da ist das Ding natürlich. War ja wohl nix. Muss die Schneemänner abschießen damit. Hallo? Hey. Bam! Autsch! Eiswasser, 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 Eiswasser! Was ist, wenn ich da durchfliege? Was passiert? Mal schauen. Wahrscheinlich gar nichts. Wo ich da noch nicht mehr durchkomme. Autsch! Bei. Wie mies das die meisten Sachen ja sind. Ich muss neue Federn unbedingt haben. Unbedingt. Bam. Ja. Zu hoch. Hallo. Ach nö. Komm, Vogel, du rennst mal lieber. Du rutschst hier nicht. Hallo. Was sagst du, anders kommt man hier nicht rauf?
Guck mal, Schlitten fahren. Boah. Meine. Und hier rutscht man zum Glück nicht mehr drauf. Oh, das fing bei uns schön an zu gewittern gerade. Sollte auch heute. Ich kann hier eh wieder hochrennen. Ich kann erstmal einen anderen Weg lang gucken. Die habe ich voll übersehen, die Feder. Okay. Noch mehr? Nein, nicht runterfallen. Freedive. Hui. Ach. Okay. Ah. Das tut gut. Hey, ihr habt meinen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Rennt da immer im Kreis. Will er mich verarschen? Yay, da haben wir ein Puzzleteil. Das erste des Levels. War nochmal 20 Minuten. Hallo. Hallo. Ich probiere es nochmal. Ach, falscher Knopf wieder. Das war knapp. So. Sagst du? Höhe? Richtig? Ne, jetzt aber. Bam. Da ein Puzzleteil. So. Ich würde mal sagen, Schneemänner kann man so abschießen. Und wenn ich auch treffe. Bam! Oder auch nicht. Vielleicht muss ich eh auf das X treffen. Autsch. Naja. Ein böser Bär. Puh, jetzt kann sich Hose heraustrauen. Ach so. Hey, das ist meins. Jetzt kommt er wieder raus. Ui. Wie soll das denn gehen? Okay. Na guck mal, das ist ein Leben. Eine goldene Feder. Wie war das eigentlich mit den Federn nochmal? Ach ja. Hallo. Wie soll man den denn kriegen? Wie soll das denn gehen? Hab dich! Ach nö. Pfui, da muss ich dann noch gucken. Okay. Nee. Sollst du nicht vorpupsen. Das Problem ist mit dem Eiswasser hier auch, ne? Ach nee, das ist Eiswasser, aber hier nicht mehr, oder wie? Nee. Doch. Oh, raus da. Boy. So. Schädel. Lecker, Poker. Ah, Hilfe.
Sie werfen auf mich. Ein Puzzleteil. 29 Noten haben wir. Wie das mit den Schneemännern geht, muss ich auch nochmal genauer gucken. Kriegst mich nicht. Hab ich an den Noten vorbei, steht einmal. Noch ein Ikabuka. Hier, guck mal, das ist ein Geschenk. Hallo. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Ey, du verdammtes Arsch. Ich bin gleich tot, wenn ihr nicht aufpasst. Bye. Hey, was soll das? Ach, scheiße. Mist. Weil ich ja nicht gespeichert habe, darf ich das Level normal machen. Mit den ganzen Noten und so. Hier ist noch einer, ne? Da ist er. Ich werde mich ganz bitter rächen. Und wir Stäbchen euch zerbrechen. Also wie Stäbchen euch zu bringen. Boah, stürmt das gerade draußen. Wie kann man den denn erledigen? Naja, keine Ahnung. Wow. Hoch mit dir. Schnell in Sicherheit. Hui. So. Na gut, Leute, dann würde ich aber sagen, dann mache ich einmal Safe. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Banjo-Kazooie. Ciao, ciao.